Mit Herbstbeginn werden die Tage spürbar kürzer. Die Sonnenstrahlung erzeugt zwar tagsüber noch angenehme Außentemperaturen, doch reicht die in den Mauern gespeicherte Wärme nicht aus, auch nachts eine angenehme Temperatur zu halten. Es muss geheizt werden. In einer Zentralheizung zum Beispiel strömt erwärmtes Wasser in die Heizkörper. Dort gibt es eine Wärme über das Metall des Heizkörpers an die umgebende Luft ab. Wird kalte Luft erwärmt, so dehnt sie sich aus und steigt aufgrund ihrer verminderten Dichte nach oben. Frische Kaltluft strömt von unten nach, erwärmt sich am Heizkörper und steigt ebenfalls auf. Die so erwärmte Luft gibt nun auf ihrem Weg durch den Raum einen Teil ihrer Wärme an die Umgebung ab. Dadurch wird sie wieder kälter und sinkt auf der gegenüberliegenden Wandseite des Raumes langsam zu Boden. Diese Art der Wärmeausbreitung nennt man Wärmeströmung oder Konvektion. Ihre Ursache ist die ständige, freie Bewegung der Luftmoleküle. Betrachten wir einen Teil der Wandoberfläche in modellhafter Darstellung. Treffen Luftmoleküle auf die Außenwand, so überträgt sich durch diese Stöße Bewegungsenergie auf die Teilchen der Wand. Die geringen Abstände zwischen den Teilchen eines Festkörpers ermöglichen eine schnelle Weitergabe der Stoßenergie an benachbarte Teilchen. Durch das ständige Aufprallen der Luftmoleküle werden nach und nach alle Teilchen der Wand in Schwingungen versetzt. Die Wand erwärmt sich. Die Teilchenbewegung setzt sich mit abnehmender Intensität bis zur Außenseite fort, wo nun ein Teil der aus der warmen Innenluft stammenden Energie an die kalte Außenluft abgegeben wird. Die Wand setzt also dem Wärmestrom von innen nach außen einen Widerstand entgegen. Dadurch behält ein beheizter Raum einen Großteil der zugeführten Wärme. Den Widerstand, den eine Wand dem Wärmestrom entgegensetzt, nennt man Wärmedurchlasswiderstand. Je dicker eine Wand ist, desto größer ist ihr Wärmedurchlasswiderstand. Beeinflusst wird der Wärmestrom durch unterschiedliche Innen- und Außentemperaturen. Ist der Temperaturunterschied zwischen der Raumluft und der Außenluft gering, so ist auch der Wärmestrom gering. Vergrößert sich der Temperaturunterschied, verstärkt sich auch der Wärmestrom. Je tiefer die Außentemperatur im Winter absinkt, desto größer wird der Wärmestrom von innen nach außen und damit der Verlust an Heizwärme. Baustoffe verfügen über sehr unterschiedliche Wärmeleitfähigkeiten. Kalksandstein oder Schwerbeton zum Beispiel haben ein sehr dichtes Gefüge. Der Wärmestrom kann sich über die eng gelagerten Teilchen des Materials verhältnismäßig schnell nach außen bewegen. Schwere Baustoffe sind daher grundsätzlich gute Wärmeleiter und deshalb für die Wärmedämmung im Hausbau allein ungeeignet. Ist der Baustoff durch geschlossene Lufthohlräume unterbrochen, so handelt es sich um ein poriges Gefüge. Eine Übertragung der Teilchenbewegung des Wärmestromes nach außen erfolgt fast ausschließlich über die dünnen Wandungen der Poren. Die in den Poren eingeschlossene Luft
ist hieran sehr wenig beteiligt. Dadurch wird der Wärmestrom erheblich verlangsamt. Leichte, poröse Baustoffe sind deshalb schlechte Wärmeleiter und daher für die Wärmedämmung besser geeignet. Vergleichen wir nun in diesem Diagramm die Wärmeleitfähigkeit eines porigen Gefüges mit der Wärmeleitfähigkeit eines dichten Gefüges. So wird erkennbar, dass die Wärmeleitfähigkeit mit zunehmender Baustoffdichte sprunghaft ansteigt. Deshalb sollten beim Bau eines Hauses weitgehend leichte, das heißt porige Baustoffe Verwendung finden. So wird der Energieverlust während der Heizperioden in Grenzen gehalten.